Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen, gute Laune und so weiter und so weiter und so weiter. So, meine Freunde, heute gibt es Bauchmuskeltraining. Brusttraining werde ich heute machen. Außerdem Trizeps, Schultern und es wird geil, Leute. Es wird geil werden. Außerdem spielen wir natürlich ein bisschen League. Wir spielen heute mal... Eigentlich wollte ich Evelyn spielen. Denn ich glaube, ich brauche noch... Ich wollte eine S-Jagd auf Evelyn eigentlich machen. Aber... Ja, Evelyn wurde leider gebannt. Aktuell wird sie super, super viel gebannt. Ich weiß actually gar nicht, wieso sie so viel gebannt wird. Ich meine, ja, sie wurde gebufft, aber sie hat durch den Buff 0,5% Winrate dazu bekommen. Jetzt denken einige, ja, Tobi, 0,5 ist viel. Das kann tatsächlich so sein. Allerdings hat Evelyn 49,7. Also es ist jetzt nicht irgendwie, ne, wenn es jetzt 55 oder so gewesen wäre, okay. Ist es aber nicht. Aber gut, deswegen, Evelyn wurde leider gebannt. Deswegen spielen wir Kayn. Mit Kayn bin ich, glaube ich, schon Stufe 7, deswegen auch keine S7-Jagd. Das Ganze allerdings im Ranked, ja, ist mein Main im Ranked. Muss sagen, ich hoffe, ich bin nicht dumm. Also, ich glaube, ich bin dumm. Weil, bevor man rankt, sollte man sich immer aufwärmen, Leute. Auf dem Smurf, in einem Normal oder in einem Flex-Game irgendwo aufwärmen. Und das habe ich jetzt nicht gemacht. Erstes Game, direkt ins Ranked rein. Kayn ist jetzt zum Glück, ne, jungle-mäßig relativ gediegen. Wobei, das Wichtigste ist ja immer, dass man nicht intet. Für dieses Game habe ich mir überlegt, wir werden Shadow Assassin gehen. Die sind nämlich alle sehr weich, haben zwei AD-Carries. Katharina ist noch da, eine. Ich muss sagen, ich habe... Das ist schon mal sehr gut, dass die Vayne da oben tot ist. Ich habe sehr, sehr viel Angst vor Katharina. Ich muss vielleicht auch mal wieder Katharina anspielen. Ich habe immer so phasenweise. Phasenweise denke ich mir so, boah, ich könnte bestimmt der beste Katar-ODP der Welt sein. Zumindest in meinen Träumen. Und dann denke ich mir wieder so, okay, der hat... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob wir den fighten. Ich könnte da einen Smite landen. Geh mal weg, Brody, ja? Hier, für dich. Und jetzt geh mal weg da. So, ich mache erstmal das hier einfach weiter. Wir müssen natürlich aufpassen, im Early Game sind wir super, super weich. Super hupen. Deswegen, ne, lieber ein bisschen defensiver spielen. So, da ist ein Ward. Das heißt, wenn ich jetzt den Taunty mache, der nicht nach oben läuft, nach unten läuft, aber jetzt ist es zu spät, glaube ich. Und ja, spät ist es jetzt. Komm, geh nach oben. Geh nach oben. Geh nach oben, Brody. Brody, geh nach oben. Okay. Ich denke, den kriegen wir. Das sollte ganz gut passen. Wir müssen natürlich jetzt gucken, wo wir unsere Sense herbekommen. Grundsätzlich werde ich immer aufgefragt, wann, welche Form. Ihr solltet immer Darken spielen. Spielt immer Darken. Shadow Assassin ist wirklich super schwer. Also, weil wenn ihr einmal sterbt, ist Game Over. Also nicht einmal sterbt. Also man feedet, man intet sehr, sehr schnell mit. Oh, da komme ich nicht hinterher. Nope. Man intet sehr, 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 sehr schnell mit Shadow Assassin. Das heißt, wenn ihr... Shadow Assassin mastert und wirklich sagt, okay, hey, ich absolute Selbstbeherrschung, ich weiß, was ich mache. Ne, dann okay, cool. Ansonsten solltet ihr es echt, glaube ich, lieber lassen. So, ich habe gesehen, dass Nocturne Backport, deswegen können wir uns den noch ganz schnell snacken, denke ich. Ich habe letztens erst rausgefunden, dass der Gromp das schlechteste Camp ist mit den Wölfen zusammen. Ich dachte immer, das wäre das zweitbeste nach Golems. Ich dachte immer, Vögel wäre so das Müllcamp irgendwie mit Wölfe. Ja, also RIP, Alter. Da gibt 86 Gold nur der Lunz. So, wir machen jetzt noch im Golems und dann gucken wir mal. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, die größte Angst habe ich vor Katharina, weil sie kommt immer ins Game. Sie kommt immer wieder irgendwie ins Game, aber ich denke, Shadow Assassin könnte gegen sie funktionieren. So, diese können wir noch machen und dann kommen gleich auch noch die Golem, die Vögel ab. Bei Darken kannst du quasi 1000 Fehler machen. Und du kommst trotzdem lebend davon. Wenn du mit Shadow Assassin einen Fehler machst, dann bist du useless. Du bist tot. Du intest. Du feedest. Und ihr verliert das Game. Wir werden trotzdem Shadow Assassin spielen, weil was ist der Grund, Shadow Assassin zu spielen? Es macht Spaß. Tatsächlich. Das klingt ein bisschen verrückt. Jetzt ist natürlich die Frage Spaß über Elo. Aber selbst... In diesem Game könnte man Darken gehen. Also Darken würde den töten, den töten, den töten, den töten und den töten. Darken kannst du immer, tötet immer alles. Darken tötet immer alles, das könnt ihr euch merken. Es gibt, glaube ich, keinen Gegner, den Darken wirklich nicht töten kann. Na klar gibt es harte Matchups, wie so ein Master Yi und so, aber... ich denke mal, wenn man gleich viele Kills hat, kann ein Darken einen Yi besser killen als ein Shadow Assassin. Wobei das immer drauf ankommt. So, wir haben super viel Geld, sind fast Level 6. Wir gehen die blaue Machete. Ich habe mich für Dark Harvest entschieden, weil ich dachte, dass es lustig ist. Ja, das war's. Also grundsätzlich ist Dark Harvest super scheiße.
Super scheiße. Super scheiße. Ich glaube, nur Katus ist wirklich gut mit Dark Harvest. So, da ist der erste Kill auf Katarina. RIP. Hab aber auch nicht viel gegankt, kann jetzt hier keine Vorwürfe machen. Aber immerhin ist Toplane 02. Wir nehmen dann mit dem Gulag, sind wir Level. Wir könnten aber gucken, ob wir den Dragon vielleicht stealen. Den machen die dann auch bestimmt, oder? Ich habe leider keine Vision hier. Das heißt, wenn ich jetzt rübergehe, wir könnten ja einmal kurz lunzen und dann gehen wir wieder rüber. Das Problem ist, wenn ich jetzt meine E benutze, dann. Ja, genau das nämlich. Also ich. Ja, fuck it, Alter. Ich kann mal eben drüber gehen. Vielleicht. Ich kann ja immer wieder jederzeit. Schade, das war echt. Schade, schade, schade. Naja, aber ohne Vision ist auch echt schwer. Komplett blind. War aber sauknapp. War super knapp. Aber der hatte 520, mein Smite hatte 480. Und ich muss. Ja, aber ist okay. Ich meine, hey. Ne? Wäre natürlich geil gewesen, aber manchmal ist das Leben harsch. So, wir sind Level 6. Lass mal kurz gucken. Midlane, ich würde Midlane als erstes ganken, weil wir die Katarina da. Wobei, ich glaube, ich gehe erstmal in Botlane. Botlane ist sehr aggressiv. Sehr aggressiv. Ich habe leider keine E gerade, aber ich bin unterwegs. Ich komme vor Christmas and tomorrow night. Geht das gar nicht so bad? Ich komme, Sir. Ja, das ist schön viel Essenz, die wir getten. Wir brauchen noch unsere Ulti nicht, denke ich. Also wir lassen das mal. Smiten mal hier einmal. Autotech, sehr gut. So, was wir jetzt machen können, ist die Botlane. Ja, ist jetzt die Frage. Pushen wir Botlane rein oder nicht? Nee, weil die Wave von den Gegnern ist größer, sie pusht, klar, die Kanone sollte er nehmen, ne? Aber das ist an sich ganz gut. Vor allem, klar hätte man die Wave reinpushen können. Aber dann wäre Lucian AFK gegangen. So, können wir hier Midlane ganken? Ich würde, pingen. So, sie hat gewardet, das hat man gesehen, sie hat da gerade gewardet. Ich hoffe, dass der Twisted Fate da gerade nicht gegen Nocturne stirbt. Sieht aber ganz okay aus. Da-da-di. Ne, ich meine, Darkavis ist aber auch so ein bisschen okay, weil wir natürlich. Es kann sein, dass der Boy hier ist. Weil wir. Wir machen meist so eine Burst-Combo auf den Gegner drauf. Und wenn da direkt Darkavis mit Proc, ist das nicht so verkehrt. So, ich würde jetzt nochmal mitlane. Wir müssen aber aufpassen, dass wir. Also eigentlich wollte ich den haben, aber ich bin jetzt nicht mad. Ne? Ich bin da jetzt nicht irgendwie nachtragend. Aber wir haben jetzt halt leider sehr wenig Mana. Aber wenn er der Twisted Fate das nutzt, dann ist das okay. Er geht Trinity, ist so ein AD-Twisted Fate wahrscheinlich. Wurde ja auch ein bisschen gebufft tatsächlich. So, was machen wir? Sollen wir mal eben das Jungle? Wir machen eben das. Ich habe das ja gar nichts gemacht. Ehrlich, gar nichts gemacht. Aber, wie sieht oben aus? Oh, 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 ich komme. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, Sir. Sir? Sir, 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 Sir. I'm coming. Also ich weiß nur nicht, ob das klug ist. Ja, Leute, hä? Okay, also das ist mal auf dem Y des Monats wieder ganz weit oben. Er wird leider jetzt auch sterben. Also, oder? Ja. Also, hä? Ich meine, das war auch, also, hä? Also ich meine, man kann es nachvollziehen halbwegs. Was ist passiert? Ich habe Cutter geultet. Cutter wurde geklaut. Dann war ich aber noch irgendwie in Cutter drin. Ich war nicht direkt wieder visible. Aber ich war auch gleichzeitig gefeiert und wurde dann aus der Albtraum Katarina rausgefeiert. Ich glaube, das war's. Weil, ich meine, wenn ich. Ich kann ja verstehen, dass. Also so halb verstehen, dass wenn ich geklaut werde. Dass wenn Katarina geklaut wird, in der ich drin bin. Dass. Dass ich in die normale Welt zurückkehre. So halbwegs kann ich das verstehen. Aber ich kam ja nicht zurück. Ich kam erst zurück, nachdem ich gefeiert wurde. Ich wurde aus dem Albtraum herausgefiert. Das war ein bisschen weird. So, Botlane ist auch wieder tot. Ich komme mal. Botlane ist nicht gut dabei, muss man sagen. 3-1, Ashe. Vielleicht können wir aber was machen, Leute. Haben wir irgendwas? Können wir irgendwas machen? Hier, den Dresch vielleicht. Den Dresch. Den Dresch. Okay. Also, ich. Auf Ding. Machen wir den mal im Fix. Okay, der ist RIP. Ich glaube, ich komme nicht weg. Sammle ich vielleicht noch ein bisschen Essence. Ja, immerhin haben wir unsere Form. Das wird auf jeden Fall eine sehr schwierige Runde jetzt werden. Aber der Vorteil, den wir haben, ist, wir haben jetzt unsere Form. Und es gibt einen Grund, wann Shadow Assassin wirklich gut sein kann auch. Ah, es gibt schon zwei, drei Gründe, aber... Wann ist Shadow Assassin besser als Darkhand? Oder kann besser sein? Wenn dein Game, wenn dein Team nicht gut performt. Hey, aber Tobi, was macht das für einen Sinn? Weil wir jetzt sofort super stark werden. Shadow Assassin hat super viel Power. Bei Darkhand, der ist zwar auch direkt stark, aber so ab Black Cleaver kickt es richtig rein, so. Ne, und so. Und... Bei Shadow Assassin hat man sofort richtig viel Power.
Klar, Braktablade und so geht's richtig rund, aber ne, wir können jetzt richtig viel auf der Map machen, tatsächlich. Klar, also besser wäre, wenn wir unsere Ult noch hätten. Das wäre vielleicht nicht verkehrt, aber wir können jetzt vielleicht unser Team etwas nach vorne bringen. Ich denke, wir gehen nochmal Botlane. Klar, wir haben keine Ult, aber die haben ja auch keine Ults. Hier, Leute, kommt. Ich bin unterwegs. Frage ist, was ist für ein Dragon? Ocean. Hier, Leute. Der kommt gleich hier, der Brody. Die sind hier irgendwo. Ich weiß nicht, was der macht, aber... Ja, können wir den nicht töten? Naja, okay, ne, meint. Aber wobei. Ist gar nicht too bad. Okay, das ist fein. Oh, ich hab nur ein Smite für den Brody. Nice. Das hat sogar der Kavis ausgelöst. Sehr gut. So, guck mal, wir haben jetzt richtig noch einen richtigen Haufen Geld auf unseren Nacken draufgelegt. Zack. Hinten drauf. Da ist Nocturnium. Ich weiß nicht, ob wir den Dragon machen. Ja, oder machen wir den? Ja, so könnten wir, aber unser ADK ist gerade nicht da. Weil ist nun auch. Ja, nee, sollten wir schon machen. Ne? Und dann könnte ich gucken, ob wir vielleicht den Ocean. Den Blue Buff noch fix mitnehmen. Oh, er will klauen. Okay, das haben wir jetzt. Muss nur gucken, dass hier. Wenn er eine Yellow-Karte drauf yellowt. Oh, schade. Schade. Vielleicht kann ich aber eben schnell. Hier, guck mal. Den noch klauen hier. Ist ein bisschen greedy, aber wir sind Shadow Assassin. Wir sind. Okay, later. Genau das meine ich. Wir sind Shadow Assassin. Wir sind Shadow Assassin. So. Da. So, Toplane asked about help. Wie sieht's denn aus? Ich habe jetzt 2-2-2. Ist das Keilerei? Nehmen wir den mit. Ich würde sagen, dann gehen wir noch ganz fix Shoppy machen. Wobei Midlane Actions. Wir sollten da eben rein ulten, aber. Ja, shit. Ja, Mann, ich komme nicht aus. Und das ist, muss ich einfach sagen, meine übelste Schwäche. Ich bin immer am Farm. Ich meine, mit Kane ist das Jungeln so effizient, dass du einfach nicht. Wenn ich jetzt aber schnell bin, dann kriegen wir sie. Go. Redo. Auto-Tech. Ult machen wir mal schnell, bevor Dresch da ist. Und zack. Ne, das geht mit Darken nicht ganz so schnell. So, das ist okay. Gehen wir mal im Fix shoppen. Schnell Damage kaufen. Frage ist, ob wir Schuhe kaufen. Noch nicht, würde ich sagen. So, wir brauchen jetzt ganz schnell das Raktablade. Wobei Jomus auch cool ist. Zack. Ein bisschen davon, ein bisschen davon. Ein bisschen Mana. Und ab damit. Wir müssen jetzt mehr Midlane ganken. Toplane ist, glaube ich. Wobei, Was ist das? Vayne, ne? Boah, Vayne wird richtig räudig werden. Ich hasse Vayne. Vayne wurde ja auch noch gebufft. Shish, sage ich da. Ich sag da großes Shish. So, wir machen jetzt nur den Blue und dann gehen wir ganken. Ich muss echt lernen, weniger zu jungeln manchmal. Das ist so meine Schwäche. So, der ist weg. Aber ich habe halt keine Ult. Aber ist egal. Hier, Taunty können wir noch fix nehmen. Hier werde ich geultet? Nee. Botlane leider wieder. Okay, aber ich gehe jetzt Toplane direkt. Straight vor Toplane. Da ist ein Ward drin. Das heißt, wir gehen hier lang. Nice, sehr nice. Get. Auto-Tech. Get. Sehr gut. So, können wir den Tower? Okay, der Tower gibt keine Plates mehr. Dann fliege ich mal hier durch den Jungle. Eigentlich könnten wir trotzdem... Ja, vielleicht sollten wir sogar den Herald machen. Den Herald der Reno. So. Und danach müssen wir direkt Katharina machen. Wir haben leider jetzt... Ja, na jetzt hocke ich hier wieder in dem Herald-Ding, Alter. Aber ich meine, es ist okay, er muss in die Mitte, aber... Ich habe halt keinen Smite, ne? Wenn jetzt Nocturne kommt, und der kommt gerade. Ah, gefährlich, aber... Vielleicht weiß er nicht. Aber da ist auch nur eine Katharina. Ach, come on. Komm, macht der nochmal so ein Auge auf? Macht der nochmal Auge, der Bruder? Ich glaube nicht. Toll. Danke dafür. Ja, danke, Alter. Danke dafür, Twisted Fate. Chico Bre. Ich finde, ohne Witz, seit diese Shadow Assassin, die haben den ja einmal gebufft. Das ist insane. Haben wir den jetzt bekommen, den Herald? Ja, das war aber auch schon wieder eine Katastrophe, du. Ne? Dass der so richtig weit aus dem Gegner rausschlitzt, wie so ein Anime. So richtig weit rausspringt und dann so... So, das ist super cool. Hashtag super cool. Manchmal denke ich, in First Humus wäre auch geil, aber na gut. Machen wir direkt Tablet. Und jetzt können wir halt richtig Leute zerschlitzen, Leute. Jetzt können wir richtig ins Game. Wir müssen mal den hier. Da müssen wir aufpassen. Ne, wir gehen erstmal Toplane. Bei dem Typ müssen wir halt aufpassen, dass der nicht, dass der nicht unsere Ultimate, schildert. Okay, er ist tot. Sehr gut. Ich komme. I'm coming in the night for tomorrow. Schickobre! Ja, okay. Immer gut. Aber dass man da Covers mit Smite proppen kann, ist halt auch schon cool, ne? Ist, muss man sagen, cool. So, ich bin unterwegs. Das ist jetzt auch das, man ist flexibel, man ist schnell, man ist der Ninja. Und genau deswegen intet man umso schneller. Das ist das Problem. Ich bin leider durch das Wortfall geflogen. RIP.
Ne, man ist, je schneller man fliegt, umso schneller intet man. Ganz einfache Regelung. Man sagt quasi X gleich Schnelligkeit mal Feed. So, okay, wen töten wir? Am besten Ash. Ash ist relativ One-Shot, aber die darf ihn nicht einfrierballen. Wir müssen gucken, dass wir so wenig wie möglich jetzt sterben, Leute. Das ist unsere Challenge. Wenn man Shadow Assassin mastern will, don't die. So, wir müssen eben warten, bis unsere E wieder ready ist. Das heißt, wir können auch eben den machen. Zack. So. Ash, I'm coming. Willkommen, willkommen, willkommen. Und na, ja, okay. Ja, Damage ist noch... Ja, Damage... Ich glaube, ich habe meine W verfehlt. Die W ist halt wichtig. Die W macht alles. Die W ist Liebe. Aber ist okay. Ash ist tot. So, wir müssen natürlich jetzt auch gucken, dass wir Objectives machen. Aber ich lasse das mal den... Das würde ich jetzt nicht machen. Ich lasse das mal den Lucian, den Turm da unten. So. Zack, die nehmen wir fix mit. Jetzt haben wir Ultra 2. Sehr, sehr geil. Wir machen mal... normalerweise... Okay, das ist ein Infernal. Shit. Ich habe keinen Smite, Leute. Ich bin da ein bisschen räudig. Okay, wo ist das? Hier unten ist da noch was oder nicht? Nope. Rip. Rip Lucian. Ich weiß, Leute. Also wir können es versuchen. Ich habe aber keinen Smite. Ist ein bisschen harsch. Geh weg. Ja, okay, wir haben hier einen Flash bekommen. Das ist schon mal gut. Das war so die erste Lektion. Und get it in. Schnell. Schön. Schön, 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 schön. Jetzt zum Beispiel denke ich mir, boah, ja, Vögel kann ich noch mitnehmen und den Red kann ich auch noch mitnehmen. Na, und dann... Ich komme einfach nicht raus, Leute. Ich komme nicht raus. Manchmal ist es gut. Also es gibt... Jungle ist nicht zwingend bad. Es ist halt so... Low risk, low reward. Aber bei Ganks hast du halt high risk, high reward. Wenn du aber dieses High Risk nimmst und quasi nichts bekommst oder sogar stirbst, dann verlierst du halt im Gegensatz einen, der die ganze Zeit jungelt. Aber ja, Leben ist hart. So, normalerweise, Leute, würde ich immer Dirk zuerst bauen. Weil ich denke mir, lieber einer stirbt auf jeden Fall, als wenn er mit 10 HP wegkommt, als wenn ich zweimal oder ein bisschen früher ulten kann. Aber, ja, ich weiß nicht, ich habe gerade das Gefühl, ich brauche mehr Ultimates. Give me more Ultimates. So, ich bin da, Leute. Ich hab Bock. Ich hab Niceigkeit, nice im Stein. Ich hab Fun am Bienen. Hier geht's nämlich los. Ne? Das ist schön. War natürlich greedy. Man muss sagen, ne, es geht in Richtung Greed. So, Mordor hat den Turm unten bekommen, ist allerdings dafür leider gestorben. So, Erde ist der nächste Drache. Was ich auch lernen muss, ich meine, ich bin kein Main-Jungler. Sind wir mal ehrlich, ich bin Midlaner, ja. Was ich lernen muss, ist zu lesen, wo der Gegner so Jungler ist. Das müsste ich, ich meine, ich bin jetzt kein Main-Jungler. Muss ich das wissen? Klar, wenn ich besser werden will, schon. Aber, ja, ich meine, Ripperini and Pepperini. So, wir können einem Tier gucken. Vielleicht läuft der hier gleich irgendwo mal jemand lang. Hier ist so ein Ding. Hat das mich jetzt noch gesehen oder nicht? Ich glaube schon. Ja. Okay, wir haben gleich wieder Ultimate, aber das warten wir. Wir wollen nicht sterben, das ist unser Ziel. Oder sagen wir, alle 4-5 Kills können wir einmal sterben, maximal. Eigentlich sogar noch weniger. Wir sollten nicht unnötig greeden. Das hier geht zum Beispiel in Richtung unnötig greed, aber manchmal ist unnötig... Ja, okay, wir haben... Na, ich habe mich noch ein bisschen gezügelt kurz vorher. Allerdings ist mein ADK tot. Vielleicht sollte mein ADK auch nicht bei mir stehen, wenn wir ehrlich sind. So, wir müssen jetzt hier auf den richtigen Moment warten, dann können wir vielleicht noch was machen, aber ich glaube, die haben ja auch Vision. Den richtigen Moment, meine Freunde und Brodies. Okay. Ja, Lucian sollte halt nicht bei mir sein, sollte er nicht. Oh, jetzt geht der Twisted da rein. Ich komme, ich sehe, also ich könnte, also ich sehe gar nichts. Ich glaube, hier unten ist die Musik. Oh shit, das ist jetzt sehr, sehr tief. Jetzt müssen wir... Fre, fre. Okay, ja, aber, also... Ich meine, das ist das Problem, Leute. Regel Nummer 1. Ich meine, vielleicht habe ich Lucian gebaitet, aber... Wenn... Leute, seid niemals bei einem Assassin. Weil ein Assassine ist schnell. Und ihr nicht. Ein Assassine will immer alleine sein. Ne, deswegen... Lucian hätte da nicht rumlaufen sollen. Ich komme halt schnell weg, wie man es gesehen hat. Bei ihm? Nicht der Fall. Gut, wie sieht's aus? Katharina 6-2. Ich hab's euch gesagt, Leute. Und sobald sie Stundenglas hat, wird's halt richtig harsch. Fokus, Katha. She's the biggest problem. So, was kaufen wir jetzt? Ich würde sagen, ein GA könnte gehen.
Oder wir machen Edge of Night, wäre wahrscheinlich sehr gut gegen Ashe. Vielleicht auch gegen Nock. Ja, irgendwie sowas in der Richtung. So, ich muss jetzt, wir müssen jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir Objectives holen. Oh, der Lucian, der rennt 2-8! Der Lucian! Und was passiert hier jetzt noch? Geht hier noch was? Der Lucian! Lucian, focus please. You just need to farm and focus. And we win. Also jetzt haben wir es wahrscheinlich verloren, das Game. 2-8 ist der Body. Okay, no problem. Ich meine, er ist Coinflip-Player. Er ist einfach schon wieder komplett getiltet. Dieses okay, no problem ist so ein... Halt dein Maul. Och, Mann. Also jetzt haben wir wahrscheinlich das Game verloren. Cutter ist super fett. Nocturne ist gar nicht das Problem, aber... Vayne kommt halt auch ins Game. So, wir müssen jetzt gucken. Ich glaube, wir gehen Edge of Night. Wir brauchen nur noch Schuhe. Schuhe sind jetzt nicht so wichtig, aber... Frage ist, welche. Mercurys könnten nice sein, aber wenn ich CC'd werde, bin ich wahrscheinlich so oder so tot. Aber die haben schon ziemlich viel CC. Also ich muss ja... Jetzt ist die Frage. Was machen wir jetzt? Ich denke, das Beste, was wir jetzt machen könnten, wäre ein Catch zu machen. Damit die Baron nicht nutzen können. Aber vielleicht nicht... Ja, vielleicht sogar doch da. Ich komme... Leute. Komm schon. Arr. Okay, das ist actually fine. Das ist actually fine. Jetzt können wir Midlane pushen. Wir müssen jetzt echt Türme machen. Objectives, wobei, ich meine, die haben noch Baron, ne? Aber lass mal erstmal eben Erddrache machen. Ich glaube, das macht echt Sinn. Gegen Baron zu pushen ist echt hart. Ich habe keinen Smite, deswegen sollten wir den so schnell wie möglich machen. Da. Aber ihr seht, wir standen 0-2 oder 0-1 oder sowas. Ich meine, okay, es war jetzt nicht so ein Riesenproblem. Aber wir sind ganz gut wieder ins Game reingekommen, reingeschlüpft. Wo ist das Ward? Hier? Ja. So. Ich meine, das Klügste, was ich jetzt machen könnte, wäre instant nochmal jemanden zu killen. Ich meine, das ist das... Ich meine, ich bin Assassin, das ist das Klügste, was ich die ganze Zeit machen könnte. Aber manchmal lohnt es sich nicht, jemanden zu catchen. Weil man lieber mal gucken muss, dass man Objectives macht. Aber wenn jetzt einer von den Gegnern tot ist... Dann wären... Ich glaube, ich gehe mal im Choppen. Dann habe ich Ult. Wir machen Mercurys. Die wären in dem Matchup, glaube ich, echt nicht verkehrt. In dem Game. Guck mal, jetzt haben wir Mercurys. Jetzt machen wir noch einmal einen Dirk für den Schleier, der... Keine Ahnung, wie der heißt. Schleier der Todesfee? Edge of Night? Ist das... Nee, Schleier der Todesfee ist Banshee's Veil, oder? Ja, Banshee's Veil. Todesfee, Banshee, Schleier. Kommt hin. So, wir haben Ult. Wir wollen aber nicht das, was hier gerade ist. Wir wollen hier oben einen Ward platzieren. Wir wollen am besten, wir müssen die Herde trennen, Leute. Wir müssen quasi ein Opfer, ein Lammopfer von der Herde trennen. Und das müssen wir dann, also es muss irgendwie alleine mal sein. Zum Beispiel diese Vayne da gerade. Das ist jetzt sehr greedy, aber, so und so. Okay, das ist, also, wenn wir das jetzt gewinnen, ist das fein. Wenn wir das jetzt gewinnen, ist das fein. Wenn wir jetzt das gewinnen, ist das fein. Komm, piu, 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 piu. Do it. Mach den kaputt. Wer lebt denn da noch? Achso, das war Morde, der. Ja, schön. Nee, das war okay. Ich glaube auch, dass Vayne aktuell mit Cutter zusammen die schlimmsten Probleme sind. Just Sushi wouldn't quarter us. Ja, ist eine gute Idee. Einfach klauen, ne? Einfach die Cutter wegnehmen. Was kann? Dann kann sie nichts machen. Guck mal. Schön. Schön. Ich glaube, wir haben auch noch nicht gewonnen. Oder das wird jetzt so ein... Vielleicht haben wir gewonnen, Ding. Aber ich glaube, wir gewinnen noch nicht. Die kommen nämlich jetzt alle und alle sterben. Das ist, wie es laufen wird. Alle sterben. Alle sterben. Alle sterben. Alle sterben. Beendet. Lucian, Lucian, Lucian. Okay. Goddamn bless in the world of making. Ja, schön, Leute. Schön, schön, schön. Ich fand, es war eine tolle Runde. Und wir haben gesehen, ne, wir haben den komischen Boy da unten getragen. Der war schon ein bisschen tilted. Ich glaube, dieses okay, no problem war... Meint ihr, das war ernst gemeint? Ich meine, das war so ein... Halt dein Maul. No, okay, no problem. Ja, wir können mal gucken. Ich habe meinem eher etwas gefixt, aber ich habe sie auch wieder etwas kaputt gemacht. Also, ne, ich glaube, ich habe sie eher kaputt gemacht als gefixt. Ich weiß es nicht. Naja, wieso? Wen honoren wir? Twist Morde hat ganz gut gecarried. Twist war aber auch nicht schlecht. Machen wir mal Morde. Morde hat oben Dinge getan, ne? So, plus 17. Arr! Ist nicht geil, aber jetzt denkt ihr, ja, Tobi, der ist nicht geil, aber man muss sagen, plus 17 ist... Die haben erst ganz komische Diamantvieh. Ich kriege plus 17 und verliere minus 13. Das heißt, die haben erst
nicht so schlecht, weil ich kriege viel mehr LP, als ich gewinne. Das ist immer gut. Viel mehr ist richtig gut, aber plus 17, da brauchst du halt 1000 Games. Ja, war aber eine schöne Runde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.